Wie ist es, wäre es auch in Ordnung, wenn die Almut, wenn jemand was sagt, den direkt filmt, aber mit der Perspektive, dass wir das nachher kostenfrei auf unseren YouTube-Kanal stellen? Und wenn Sie nichts wollen, was dort auftaucht, sagen Sie es nicht. Was ist denn Ihr YouTube-Kanal? Das ISB hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ah. Ich war vor kurzem zum Beispiel auf Touren, habe den Ed Schein, einen Altvater der Organisationsentwicklung, in Palo Alto interviewt. Und wir haben jede Menge Videos in Deutsch und in Englisch, die wir alle kostenlos zur Verfügung stellen für Interessenten. Und da stellen wir eben auch sowas drauf für die, die sich dafür interessieren. Also vielleicht, ich glaube, das weiß jeder, für die Didaktik dieses Kongresses bin ich nicht zuständig. Ne? Sondern das war sehr klar. Also ich hatte eigentlich ursprünglich mal gesagt, würde gerne eine Sektion Organisationsentwicklung machen. Und der Herr Spiegel hat dann gesagt, das ist ihm, finde toll, hatten sie nicht im Programm, aber oder in lernenden Organisationen, aber hat seine eigene Art, Titel zu wählen. Und dann hat er wollte es auch in der Hand behalten und deswegen hat er auch dieses Panel so zusammengestellt, was auch seine Logik hat. Ne? Also Schule, Hochschule, Unternehmen. Und dann der ich in erster Linie ein Weiterbildner und Konzeptentwickler bin. Und der Herr Malik, der ja ein ungeheures Lebenswerk im Thema Organisationsentwicklung hat. Das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn die Teilnehmer vorinformiert sind und man noch nicht mal weiß, wer sitzt da und auf welchem Stand ist der. Also wir haben von daher ab und zu mit der Schrotflinte ein bisschen rumgeschossen. Mehr konnte das jetzt nicht sein und wir haben jetzt noch, glaube ich, noch nicht mal mehr eine Stunde. Ah, eine Stunde haben wir noch. Dann kann es jetzt einfach auch nicht mehr sein, dass ich Sie jetzt einfach mal frage, was Sie bewegt, was Sie interessiert. Sie haben ein bisschen eine Idee gekriegt, so werden Sie was von mir wollen, wofür ich stehe. Ich habe ja auch versucht, ein paar Akzente zu setzen, was Nachhaltigkeit und vielschichtige Arbeitsebenen und diese ganzen Sachen betrifft, neben Ergriffenheit und Begeisterung und einfach, was Sie da bewegt. Es wäre auch in Ordnung, wenn jemand irgendwas vorhat und sagt, ich such Ideen, wie man da dran gehen kann, Perspektiven, wie man drauf gucken kann. Und dann müssen wir einfach gucken, mit dem, was anliegend da ist, was wir machen können. Wenn es sich anbietet, würde ich auch zwischenrein sagen, ja, gehen wir doch mal schnell in die Murmelgruppen. Hat der Herr Winterberg ja schon erwähnt. Machen wir mal zu dem Thema geschwind ein paar Murmelgruppen, gucken was zusammen, sammeln dann ein. Also so eine Art kollegiale Expertise, Anregungsgebung. Und hangeln uns da irgendwie durch. Also der große Wurf ist das jetzt nicht. Dann mache ich mir keine. Das ist einer der Gründe, weshalb wir selbst zum Beispiel das Kongresseveranstalten aufgegeben haben, weil da unendlich viel geredet wird. Und wir haben ja vom Forum Humanum mit dem Gerald Hüther und anderen zusammen ja jahrelang Kongresse zu solchen Themen gemacht. Und irgendwann war es so, dass ich dachte, ich kann das Gebabbel nicht mehr hören. Jetzt machen wir konkrete Projekte, indem wir das umsetzen, was wir dort erzählen wollen. Und wenn wir da Fortschritte machen, dann machen wir Tagungen und erzählen den anderen, wie wir es gemacht haben. Also, aber wenn hier in der Region zum Thema Bildung sozusagen die erste Liga vorgezeigt wird, da habe ich darauf bestanden, dass wir da wenigstens mitspielen dürfen, auch wenn wir jetzt so kein Superspiel abliefern können in dem Zusammenhang. Aber das ist jetzt einfach die Logik auch dieser Konferenzen und dieser Wanderzirkusse, die von Konferenz zu Konferenz gehen. Da bin ich auch ein bisschen allergisch, das bekenne ich auch. Und ich selbst beteilige mich nur noch sehr selten an sowas. So, jetzt meine Frage einfach nochmal, wenn Sie mal einen Moment überlegen, von all dem, was Sie da jetzt gehört haben, was interessiert, bewegt Sie selbst? Wo gibt es da Fragen, Themen und eine gucken wir mal, ob wir daraus einfach Dialoge basteln können, von denen wir vielleicht Anregungen kriegen. Achso, Moment. Das kann ich jetzt nicht bewegen, gell?
Ah, okay, ich halte es mal wenigstens in die Richtung. Ah, nee, Sie können es sogar nehmen, das wäre schön, ja, danke. Meine Frage wäre hauptsächlich, Sie beschäftigen sich ja ganz viel mit Organisation. Laut, ich bin schon ein bisschen altersschwerhörig. Nein, das ist nur zur Aufnahme. Das ist kein Verstärkungsmikrofon. Okay, also nochmal schreien, falls ich nicht laut genug bin. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Organisation. Und mich würde mal interessieren, aus Ihrer Berufserfahrung heraus, was sehen Sie denn so als zukünftige Organisation? Weil es gibt ja alles Mögliche. Es gibt zum Beispiel das lebensfähige Modell vom Herrn Malik. Dann gibt es diverse Sachen wie irgendwelche Scrum-Organisationen oder agile Organisationen, keine Ahnung. Das geht ja in alle möglichen Richtungen, bis zu komplett selbstständig lebensfähigen Organisationen. Was sehen Sie denn, also was ist so die Zukunft und was davon kann auch nicht gut, ich schreibe es mal gerade auf und wir sammeln noch ein bisschen. Wer würde gerne als nächstes? Sekunde, ich muss da gerade mal. Ich würde vielleicht sagen, ich habe mehr ein Anliegen als eine Frage. Ich würde noch, dass Sie die Frage von der Kollegin beantworten. Ich kann aber gerne ein Anliegen auch äußern. Also, vielleicht Ihnen. Okay. Bitte, ich höre. Okay, danke. Ich komme von einem Unternehmen, deutscher Mittelstand, war sehr erfolgreich in der zweiten Generation am Verkauf, war der Eigentümer, sich entschieden hat, zur Ruhe zu setzen. Und sind jetzt Teil eines amerikanischen Großkonzerns. Alles gut, also war eine gewollte, freundliche Übernahme. Das Gute daran ist, dass wir komplementär sind. Dadurch sind viele Themen, wie wenn man gleich ist, kann man Sachen schnell wegstreichen, erstmal vom Tisch. Aber komplementär heißt auch, dass man sehr unterschiedlich ist. Und das bringt Herausforderungen kultureller Art mit sich, Denkart, Geschäftsmodell, Art an Dinge heranzugehen. Und das ist gerade die Phase, in der wir uns befinden, in der ich eine aktive Rolle und einen Auftrag habe, die Organisation weiterzuentwickeln. Und meine Frage daran ist, was kann man tun, um erfolgreiche Strukturen aufzubrechen, um sie für Neues zu öffnen, um das Management darauf auszurichten, sich auf eine neue Zukunft einzulassen und die Möglichkeiten, die jetzt dazugekommen sind, zu heben. Habe ich Sie noch verstanden? Okay, sagen Sie, eine kurze Nachfrage habe ich, sonst ist es natürlich ein Riesenthema, aber einfach wir versuchen die Fragestellung immer auf eine Steuerungsfragestellung dessen, der die Frage stellt, hin zu fokussieren. Sie haben gesagt, Sie sind irgendwie zuständig für was? Können Sie Ihre Rolle und Ihre Verantwortlichkeit, die Sie da empfinden, kurz skizzieren, dass ich weiß, aus welcher Perspektive Sie das interessiert? Ich habe den Auftrag bekommen, das Unternehmen durch den Wandel zu führen. Von dem Ursprungsunternehmen, in dem die meisten Mitarbeiter und Führungskräfte gearbeitet haben, in eine neue Form als Teil des Konzerns. Okay. Muss ich doch nochmal nachfragen, Thema Reifegrad. Haben Sie selbst mit solchen Prozessen Erfahrung? Haben Sie solche Dinge schon mal gemacht? Sicherlich nicht auf der Größenordnung. Okay. Also ja, Hintergrund, fachlich, Erfahrung. Aber die Größenordnung, das Setup, ich war vor einer Beratung, bin jetzt Teil der Organisation, also okay. Teil des Systems, was es tatsächlich für mich massiv anders macht. Okay. Ich merke daran, mir fragen sofort Folgefragen ein, aber wir könnten ja vielleicht so ein Thema mit einem kleinen Interview abhandeln, dass wir uns das nachher wirklich auch erlauben, dass wir da im Moment einfach kollegiale Beratung dazu machen. Wäre das in Ordnung als Arbeitsform für Sie? Okay. Also, dann sammle ich erstmal noch weiter. Sie zuerst, ja? Vielleicht auch eher ein Anliegen. Ich bin freiberuflich als Trainer und Coach unterwegs und werde oft in Unternehmen reingenommen, um gewisse Prozesse anzustoßen, Trainingsmaßnahmen zu gewissen Themen zu platzieren, mit einem gewissen Enthusiasmus, beispielsweise Themen wie gesunde Führung, und merke dann aber, dass es eher so eine, ich will jetzt nicht sagen Showveranstaltung ist, aber dass die tatsächlichen Strukturen nicht bereit sind, sich auch zu ändern. Und ich dann auch manchmal denke, okay, was ist jetzt so mein Wirken, mein Bewirken?
Hoffnungen, die entstehen, die dann aber auch relativ schnell wieder eingedämmt werden. Wie schaffe ich es, eine Organisation wirklich dazu zu bringen, auch Prozesse anzustoßen, die nachhaltig umzusetzen und auch mit einer gewissen Konsequenz umzusetzen? Also okay. Daran scheitere ich dann oft so. Ja, okay. Moment, ich würde aber dann, dass ich dann jetzt nicht jede Menge Anliegen ansammle, die wir gar nicht abarbeiten können. Es ehrt mich zwar, dass so viele kommen, aber ich habe die schlimmste Klaue im ganzen Institut, also das sagen wir jetzt nicht freiberuflich. Mir wäre es fast lieber, wir machen zu dem, was schon angesprochen ist, schon was, bevor wir da jetzt noch weiter ansammeln. Und wir gucken dann nachher noch, wie viel Kraft wir haben. Können wir es so machen? Okay. Zum Ersten will ich kurz was sagen. Das ist ja mehr eine programmatische Frage. Es gibt unendlich viele Konzepte. Was ist richtig? Wie geht man es an? Dutzende und Schulen, die alle sagen, wenn er es macht, wie wir es machen, ist es gut in der Organisationsentwicklung. Und jede dieser Schulen hat richtige Punkte, die für manche Felder funktionieren und für manche Phasen und für manche auch nicht. Überall kriegt man Erfolgsbeispiele genannt, die auch toll sind. Nur die Frage, wie übertragbar das ist, muss man sehr offen handhaben. Und es gibt da jetzt eine neuere Entwicklung in der Organisationsentwicklung, das nennt sich da Logic Organization Development. Das ist ein Herr Marschak und ein Herr Busche, die sitzen in Vancouver in Kanada. Und die haben diese ganzen Ansätze mal zusammengefasst und haben gesagt, das ist alles interessant, kann man in der Werkzeugkiste haben, aber um rauszufinden, was der Den Vornamen von dem Herrn Marschak weiß ich jetzt gerade nicht. Da gibt es auch ein Video, da auf unserem YouTube-Kanal gibt es ein Interview mit dem Jarvis Busch. Also wenn Sie auf unseren ISB-Videokanal gehen, finden Sie zum Beispiel das. Und da gibt es einen dicken Schmöker, der heißt Dialogic Organization Development. Und der sagt klar, eine Organisationsentwicklung von einem Weltverständnis, wie es richtig ist, dass man dann auf eine Organisation draufsetzt, her aufzuziehen, ist eigentlich nicht sehr sinnvoll, sondern wir gehen in Dialog mit den Menschen in der Organisation, gucken uns an, was sind die, die verantwortlich sind und die auch die Macht haben, wirklich bereit zu tun? Auf welchem Stand der eigenen Entwicklung sind die? Also Jarvis sagt zum Beispiel, ich gucke, ob mein Unternehmensleiter, der mir gegenüber sitzt, ein Learner ist. Wenn ich den in einem halbstündigen Gespräch nicht dazu kriege, dass ich das Gefühl habe, er hat irgendwas gelernt oder ist auch nur daran interessiert, dann kann ich mit dem nicht arbeiten. Was soll ich dann mit dem tun? Und da entsteht also jetzt eine klare Dialogorientierung und es wird sehr unternehmensspezifisch gemacht, wirklich mit den Menschen in dem Feld, mit dem Unternehmenszweck, das da ist. Und dann kann man mit denen zusammen entwickeln, in welcher Größenordnung, mit welcher Reichweite, in welchen Pilotbereichen, auf welche Weise versucht man eine Organisationsentwicklung, welche von den vielen bekannten Methoden zieht man vielleicht dazu bei und bündelt die, dass sie für das Brötchen, das die backen wollen, auch geeignete Zutaten sind. Insofern kann ich diese Frage, was ist die richtig in der Zukunft, gar nicht beantworten. Ich mag auch diese Moden nicht, die irgendwelche Teilperspektiven zeitweilig endlos zur Heilslehre aufblähen. Zum Beispiel, dass wir jetzt keine Führung, keine Hierarchie mehr brauchen. Natürlich brauchen wir Hierarchie auch. Das ist die älteste Organisationsform der Evolution, die werden wir weiterhin brauchen. Wir brauchen keine dumme Hierarchie, das ist klar. Aber Hierarchie ist eine der, wir brauchen, ist nicht das einzige Führungssystem. Es gibt natürlich auch andere Führungssysteme. Wir müssen gucken, welche wann, in welchem Zusammenspiel, in welchem Stil, wie richtig sind.
Aber Hierarchie wird nach wie vor gebraucht, um Rahmensetzungen zu leisten, zum Beispiel. Und wenn da jetzt wieder alles versucht, jetzt alles umzustricken auf hierarchiefrei, das ist einfach Energieverschwendung, indem man irgendeiner Mode, einer Teilperspektive nachrennt. Also da möchte ich einfach dringend vorwarnen. Und das hat jetzt vielleicht einiges zu tun mit der Fragestellung, die Sie da eingebracht haben. Ich als Freiberuflerin, Sie waren es. Ich als Freiberuflerin, ne, was kann ich da machen? Da kann ich auch nicht sagen, da müssen wir im Unternehmen ganz konkret gucken, was Sie in welcher Rolle haben, welche Partner haben Sie, wie fit sind die eigentlich, was haben die einen Zugang zur Machtstruktur oder können die einen Bereich, in dem man wirklich nicht nur zeitweilig im Seminarbetrieb was durchnudelt, sondern das dann auch im Alltag umsetzt, haben die überhaupt die Fäden dazu in der Hand? Sind die in der Organisation genügend verlinkt, dass sie die relevanten Player, dass man ein Teilstück dieser großen Aufführung jetzt neu inszenieren könnte? Haben die das überhaupt? Also das heißt, wir gehen weg davon, jetzt klassische Beratungsprodukte anzubieten, Teamentwicklung, Coaching oder irgendwelche Schulungen, Führungstools oder sonst was, sondern wir versuchen mit den Leuten zu klären, von dem Zweck, von dem, was in der Organisation nachher damit bewirkt werden soll, her, was sie eigentlich an Lernen brauchen. Und es hat keinen Sinn, etwas über ein Seminar, Motivationsseminar abhandeln zu wollen, was mit der Vergütungsstruktur zu tun hat. Da wird man ewig gegen eine anders Impulse setzende Vergütungsstruktur anarbeiten. Da muss man sagen, okay, entweder du findest Möglichkeiten mit denen, die mit der Vergütungsstruktur was zu tun haben, dich in Verbindung zu setzen und wir klären mal, was man auf welcher Ebene tun kann. Oder wir können zumindest einige Steuerungsprobleme nicht lösen, die ganz wesentlich von der Vergütungsstruktur her gesteuert werden. Also das heißt, sowohl wir Professionelle, auch wir Freiberufler, jeder hat seine Spezialitäten, klar, aber sie haben das richtige Unbehagen, dass sie sagen, es nützt nichts, wenn ich mit denen immer wieder so Erweckungssachen mache. Ne? Wenn sie es überhaupt noch mitmachen nach dem dritten Mal, sagen sie, ja, was soll das, am Montag ist die Welt anders. Sondern da muss man überlegen, wie können wir gemeinsam Lernexperimente machen. Also was wir zum Beispiel anders machen in der Qualifikation, wir nehmen die Leute in ihrer Rolle, also wir nehmen kleine Teams. Das heißt bei uns, wir definieren, Team ist eine Verantwortungsgemeinschaft, die für irgendetwas zusammen in verteilten Rollen Verantwortung haben. Und dann überlegen wir mit denen zusammen, haben die ein Lernbedürfnis? Und dann versuchen wir mit verteilten Rollen an konkreten Aufgaben, die aber da nicht gelöst werden müssen, sondern nur als Arbeitsbeispiele dienen sollen, zu überlegen, wie geht man hier eigentlich damit um und wie könnten wir damit umgehen? Und haben wir überhaupt alles an Bord, um dieses Problem zu lösen oder um diese Entwicklung zu machen? Und dann werden Sie dann gefragt, als Lernspezialist, denen zu helfen, ihr eigenes Leben, ihr eigenes Lernen wirklich zu organisieren und ihnen zu helfen, ganz praktisch miteinander und voneinander zu lernen, und zwar nah an der Arbeit, bezogen auf reale Aufgaben und innerhalb der Rolle. Bloß nicht diese Seminarkult, wir sind jetzt alle Privatmenschen und lernen jetzt kommunizieren und der Chef sagt, ich bin nur einer von euch, ich bin jetzt nicht Chef. Da entstehen Treibhauskulturen, die man nachher in tatsächliches Zusammenwirken in der Organisation als Transfer, wie man das dann nennt, fast nicht auf die Straße bringt. Ich glaube, diesen Zwiespalt, die Organisation sagt halt, okay, wir machen Personalentwicklung, wir entwickeln das Personal, aber unsere eigenen Strukturen sollen wieder unangetastet bleiben. Und das ist diesen Zwiespalt, den Sie jetzt auch sagen, wo ich mir auch wünschen würde, dass das Unternehmen auch mit mehr Transformationsbereitschaft sagt, und wir gucken uns Strukturen an, und Personalentwicklung heißt für uns Personal- und Organisationsentwicklung in einem, und wir auch wenn es dann kleine Organisationen sind in Form von Teams, wir gestalten da was und verändern was. Und ich denke, bei vielen Unternehmen ist diese Perspektive einfach nicht da. Da heißt Personalentwicklung, wir entwickeln unser Personal, aber bleiben gleich. Ja, das ist so. Gut.
Da können Sie natürlich als einzelne Playerin nicht sehr viel machen. Da muss man einfach fragen, wie haben Sie relevante Player im System? Verstehen die überhaupt, was Sie meinen? Wollen die mit Ihnen gleichziehen? Wie könnte man das organisieren? Und Sie brauchen, das machen wir jetzt vom ISB her aus, Sie brauchen eine Referenzgruppe draußen. Sie brauchen andere Professionelle, die in anderen Organisationen mit solchen Dingen Erfahrung haben, die Ihnen den Rücken stärken und die immer wieder davor schützen, sich mehr Verantwortung anzuziehen, als Sie ausfüllen können. Aber die Ihnen auch helfen, dass Sie dort Beispiele liefern können oder vorzeigen. Guckt doch mal das im anderen Betrieb an. Interessiert euch das mal, wie das aussieht, was ich meine? Ich kann einen Betriebsbesuch bei einem anderen Unternehmen organisieren. Lasst euch mal dort, also dieses kollegiale Lernen auch unternehmensübergreifend, pilotmäßig, das ist dann ganz anders, wenn da nicht der Berater, der von uns Geld kriegt, kommt und uns sagt, wie wir alles machen sollen. Aber wenn der uns einlädt, schildert, wie es dort anders gemacht wird und ob man das mal kennenlernen will und mal organisiert, dass die von Rolle und zu Rolle und von Zuständigkeit zu Zuständigkeit in einen kollegialen Lernmodus eintreten, das wäre eine ganz super andere Rolle für Sie. Das Problem ist, das lernt man normalerweise nicht in Weiterbildung und auch die Verbände fördern das im Moment noch viel zu wenig. Deswegen engagieren wir uns so in der Professionalisierungskulturentwicklung und in der Verbandskulturentwicklung, dass diese klassischen Bilder von ich mache dort ein Seminar und die müssen es irgendwie transferieren, das ist ein Berufsverständnis, mit dem werden wir nicht mehr sehr weit kommen. Also das hat ganz viele Perspektiven, wie Sie sich da einbinden können. Und ich merke, Sie haben das richtige Gefühl und vielleicht auch im Film die richtige Analyse. Und da wäre vielleicht der nächste Schritt zu überlegen, wie können Sie sich ein Unterstützungssystem von Anbieterseite her und andere didaktische Figuren der Angebotserbringung und des Aushandelns ausdenken, die vielleicht Chancen haben, dass dort kleinere Brötchen, aber bei denen alle Zutaten da sind, gebacken werden können. Und wenn das dann mal wo funktioniert, das überzeugt die anderen auch gleich. Also blöd sind die nicht, wenn die merken, dass das ist in vielem auch wirklich anders und und ist auch gleichzeitig nicht mit so viel Exotik überzogen worden, dann machen die das sehr gerne, erfahrungsgemäß. Ich bin jetzt ein bisschen eilig, weil ich denke, okay, noch so viele Fragen und so viel Gespräch. Kommen Sie gerade mal her und dann würde ich jetzt einfach das, was wir Ortsbegehung nennen, einfach noch ein paar Sachen nochmal nachfragen, um zu verstehen, um welche Fragestellung es sich handelt. Ich sage jetzt mal, was ich bisher verstanden habe. Ja. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, das gut funktioniert hat, das von dem Eigner an ein größeres amerikanisches Unternehmen verkauft wurde. Aus Ihrer Sicht sind die Geschäftsbereiche komplementär. Also es ist jetzt nicht erstmal ein gegenseitiges Schlachten, sondern die Idee, zumindest wird es von Ihnen eingebracht, wenn man das gut zusammenfügt, gibt es auch die Synergien, von denen oft die Rede ist. Und jetzt hat Sie, weil Sie einschlägige Vorerfahrungen haben, wenn auch nicht auf diesem Niveau, gefragt, ob Sie das nicht begleiten wollen, ob Sie da nicht dafür sorgen wollen, dass diese Geschäftsprozess-Kulturintegration besser vorangeht. Habe ich das richtig verstanden bislang? Den letzten Teil würde ich ergänzen oder zumindest mal eine Darstellung darauf nochmal geben. Also komplementär nicht nur im Geschäftsbereich, sondern auch regional, also auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und ich bin in dieses hier ansässige Unternehmen geholt worden, als schon klar war, dass das Unternehmen sich verändern wird. Auf mittlere Frist. So gesehen hat man sich quasi einen Experten ins Haus geholt, weil man wusste, man muss die Organisation darauf vorbereiten und kommt irgendwann der Wechsel und jetzt sind wir in dem Prozess des sich Veränderns. Und was ich sehe, und ich glaube, viele der Kollegen sehen, dass es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten durch die Vergrößerung, durch neue Geschäftsfelder, durch neue Ansätze und Kollegen. Aber gleichzeitig beobachte ich, dass es in einer gewissen Weise schwer ist, Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen und in die Veränderung mitzunehmen oder sie selbst die Veränderung mittragen zu lassen, wenn, ich sag mal, der Sense of Urgency nicht da ist, wenn alles funktioniert, man hat die Problematik, sich aus einer Stärke heraus weiterzuentwickeln.
Es fällt immer leichter, wenn der Schmerz groß ist, zu sagen, wir müssen was tun. Bei uns ist es so, ich sag mal, unsere Historie zeigt, dass die Kollegen, die es auch mitgestaltet haben, sehr vieles sehr richtig gemacht haben, wenn jetzt trotzdem gefragt, sich zu verändern und damit das ganze Geschäft zu verändern. Mhm. Und verändern heißt hier wirklich weiterentwickeln. Mhm. Über seinen Horizont hinaus zu und sich zu überlegen, was kann ich denn jetzt erreichen mit den neuen Möglichkeiten. Mhm. Und wo sind Sie in Ihrer Rolle jetzt aufgehängt? Und sind Sie ein Einzelkämpfer oder haben Sie ein Team? Oder? Ein bisschen von allem. Also ich habe so eine Querschnittsfunktion, hänge direkt an der Geschäftsleitung und leite im Grunde unseren Führungskreis. Mhm. Also alle Bereiche bilden, alle Bereichsleiter bilden mein Team, wenn man so möchte. Und in meiner Meinung macht es auch total Sinn, weil wir gesagt haben, wir müssen über die Führungskräfte, die den Wandel, die Veränderung in die Organisation tragen. Also nicht von oben verordnet, sondern von oben geleitet, aber mitgetragen aus den Bereichen. Okay, also das heißt, Sie sind eigentlich, Sie haben wirklich eine hierarchische Funktion da auch? Oder was, in welcher Funktion leiten Sie diesen Führungskreis? Durch das Mandat der Geschäftsführung. Mandat? Also man kann es jetzt mit einer Rolle betiteln, einen Titel, den ich trage. Okay. Aber das, weiß ich nicht, ob das jetzt zielführend ist. Also ich stehe dem Führungskreis vor. Heißt nicht, dass sie alle disziplinarisch an mich berichten. Okay. Ja? Aber ich habe das Mandat, steuernd einzugreifen. Okay. Also es ist mehr ein kollektiver Ansatz zu sagen, ich nehme die Leute mit, ich beziehe sie mit ein, weil sicherlich auch vieles aus den Fachbereichen gar nicht von mir geleistet werden könnte. Ja, klar. Das ist sehr spezialisiert und so gesehen macht es Sinn, dass man sagt, man hat jemanden, der sich um den Prozess kümmert, die Leute aber einbezieht, damit diese Expertise mitkanalisiert wird. Okay. Und wenn ich Sie recht verstehe, ist eigentlich aus Ihrer Sicht der fehlende Faktor Sense of Urgency der Leute, die eigentlich jetzt sagen, die müssen eigentlich zu Ihnen kommen und sagen, für uns, wir wollen das wirklich machen. Ich weiß nicht, ob ich mehr Sense of Urgency möchte. Ich sage, es ist ein präferiertes Tool, weil es funktioniert, wenn der Schmerz da ist. Mhm. Was ich aber brauche, ist die Bereitschaft. Ob es jetzt einen Sense of Urgency gibt und wir den kreieren, was möglich ist, über harte Ziele, wo man sich wirklich strecken muss, Ziele, die Leute verfehlen, um Schmerz zu erzeugen, das sind alles Mittel, die man sicherlich wählen kann. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, wie schaffe ich es, Leute aus einer Position, in der sie sich selbst bestätigen können, auch mit harten Mitteln bestätigen können, dazu zu bewegen, Wandel mitzugestalten. Mhm. Aus der Komfortzone rauszugehen, sagen, ich begebe mich auf die Reise, da ist Risiko drin, ich verliere vielleicht was, ich kann aber auch viel gewinnen. Vielleicht ist es nicht mehr meins, sondern es ist unseres. Ja? All diese Faktoren in Kauf zu nehmen, anzunehmen, um es auch selbst zu treiben. Okay. Das ist jetzt, können wir natürlich in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ne? Also eine Richtung, die wir jetzt nicht machen können, aber in die ich einfach nur denke, ob Sie selbst für sich da ein Konzept schon zurechtgelegt haben, ob, wenn es nötig ist, Sie sich Expertise von außen dazu holen und Unterstützung, das wäre ein Bereich. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ich kann jetzt nur sondenmäßig einfach mal einen Versuch machen, habe ich so das Gefühl, das Entscheidende ist wirklich, wenn ich Ihre Diagnose übernehme, kann ich ja nicht überprüfen, dass man mit den Leuten mal darüber redet, wie sehr sie motiviert eigentlich sind, dass man versucht, ein Gefühl dafür zu kriegen, was sie wirklich tun und das dann operationalisiert, um festzustellen, ob sie bereit wären, dieser Motivation auch irgendwelche Taten folgen zu lassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können sie leiden, so viel sie wollen. Und wenn sie gleichzeitig auch keine Macht haben und es partizipativ machen wollen, dann ist das eigentlich die organisierte Beliebigkeit. Und dann können sie eigentlich auch nicht gegenüber ihrem Auftraggeber den Auftrag verantworten, weil sie die Mittel nicht haben, ihn umzusetzen. Und dann wäre wahrscheinlich eher nochmal wichtig, darüber nachzudenken mit denen, die wollen, dass sie das hinkriegen, ob eigentlich genügend Einfluss da ist, die den Leuten einen Sense of Urgency bietet. Und ich habe das übrigens nicht mit Schmerz übersetzt. Das kann auch Begeisterung sein, aber auf jeden Fall eine Entschiedenheit, auch im Tun damit was zu machen. Und da habe ich den Eindruck, da versuchen Sie, oder da ist nicht sichergestellt, das muss man vielleicht im Dialog mit den Leuten erstmal rausfinden, nicht wie kann ich euch motivieren, sondern wie viel Motivationskapital haben wir überhaupt und was können wir damit machen und ist das ausreichend und reicht das
wenn man es in bestimmten Bereichen was macht und in anderen Bereichen weniger, würde das was ergeben oder macht das keinen Sinn? Wenn es nur kombinierten Sinn macht, wie können wir dazu kommen, dass da wirklich diese Bereitschaft, was zu tun, erzeugt wird? Und dann müssten Sie wahrscheinlich mit demjenigen, der Sie beauftragt, dem Sie helfen wollen, diese Fragen zu beantworten, noch mal ins Gespräch gehen, weil es klingt eher so, als wären Sie Macht, also im guten Sinne, machtmäßig unterausgestattet. Und wenn das nicht ganz klar ist, dass es von den Machtträgern auch gewollt wird und wenn die Leute keinen Weg finden, sich selbst zu motivieren, dass dann die Machtstruktur einen Weg findet, diesen Sense of Urgency zu erzeugen, dann haben sie keine Chancen. Was ist denn, wenn ich sage, auf einer Machtstruktur passt es? Ob ich sie jetzt auslebe oder also mein Vorgesetzter, meine Führungskraft ist die Führungskraft aller derer, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, von der Ebene und der Machtausstattung vom System her sehe ich da nicht die Lücke. Ich glaube, die Problematik... Doch, die Lücke ist da, weil... Also ich meine, ich kann jetzt leider das nicht sehr ausführlich mit Ihnen machen, aber wenn ich es vielleicht in einen plumpen Hinweis übersetzen würde, machen Sie nochmal einen Rollentausch. Ihre Führungskraft soll Ihre Rolle nehmen und Sie beraten ihn. Weil Sie, der die Macht nicht haben, versuchen, ersatzweise für ihn etwas zu tun, was Sie nicht ersatzweise tun können. Ein Experiment. Es ist nämlich eigentlich ein Führungsthema, es ist kein Beratungsthema. Und das ist leider sehr oft, dass dann jemand versucht, der die Rolle und die Macht nicht dazu hat, versucht, zwar im Prinzip delegiert, aber ersatzweise was zu machen. Und da müsste man zum Beispiel feststellen, wenn Sie eine Orientierung vorgeben und es hält sich jemand nicht daran, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Wenn das keine Konsequenzen hat und der nicht sagt, der hat dir das gesagt, du hast das nicht gemacht, gibt Ärger mit mir, dann sind Sie machtlos. Also da würde ich Ihnen sehr empfehlen, wirklich auch die positive Orientierungs- und rahmensetzende Kraft von Machtdialog, das heißt nicht einseitige Ansage und Gewaltmittel und so, dass wir da keinen falschen Machtbegriff reinkriegen, dass Sie darüber wirklich nochmal mit sich zu Rate gehen, weil sonst glaube ich, selbst wenn Sie ganz gut sind, versuchen Sie mit einer Virtuosität etwas zu ersetzen, was man durch kompetente Machtausübung sehr viel einfacher machen kann. Also selbst wenn es gelingt, wäre es falsch. Und da muss man aufpassen, dass man da keinen falsch verstandenen, zu partizipativen Ansatz fährt. Okay. Ist jetzt ein Schnellschuss, ne? Weiß ich aber. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie das Gefühl, da ist was drin? Oder ist es? Ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich glaube, das muss wirken. Es hilft mir noch nicht in der Situation, in der ich bin. Weil wie gesagt, für mich ist, ich verstehe den Machtaspekt, aber es ist, ich sehe zumindest noch nicht die Antwort auf meine Frage. Weil es geht. Ja, die wird sich dann vielleicht neu stellen. Eine Operation im offenen Herzen, wenn man eine Organisation verändert, muss ich hier keinem erklären. Und die Abhängigkeit aus den Bereichen, ein Geschäft weiterzuführen und gleichzeitig zu verändern, bedarf mehr als Ansagen und Konsequenzen. Das war auch nicht mein Machtbegriff. Ne? Aber letztlich, das, was ich zumindest mal aus dem jetzt höre, wäre, folgen den Konsequenzen oder nicht, wie stark sind die Ansagen, die entweder ich mache oder der Chef. Es gibt gewisse Grenzen, die aber, ich sag mal, gezogen werden, aktiv gezogen werden in den Bereichen und sagen, wir können da nicht raus, weil sonst funktioniert als andere nicht mehr. Und das Geschäft ist sehr komplex. Und deswegen geht es nur, wenn die Bereiche mit, sagen wir, Gefühl und Wellenschlag aus ihrer Kompetenz heraus auch sagen, wenn wir das erreichen wollen, in diesen fünf Schritten müssen wir anfangen, hier zu verändern, mit denen das gemeinsam noch und das verlagern. Ich verstehe das. Wenn Sie es interessiert, gucken Sie mal bei uns auf der Website unter Symbiosekonzepten, Verantwortungs- und Unbehagensverschiebungen und unter Verantwortungsdialogkultur. Da gibt es das 5x5 der Verantwortungskultur und da gibt es eine ganze Menge Zeug dazu, was ich vielleicht anregen kann. Weil ich fürchte, dass Sie mit allerbester Absicht und wahrscheinlich auch mit einigen Kompetenzen ausgestattet versuchen, eine Verantwortung auszufüllen, die Sie so nicht ausfüllen können. Und dass Sie sich da
erstens sich persönlich verschleißen, das möchte ich Ihnen nicht zumuten, und dass zweitens es keine Wirkung haben wird und dass es drittens die falschen Akzente für eine neue Unternehmenskultur setzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie selbst einen kollegialen Beratungszusammenhang haben. Da brauchen Sie, glaube ich, einfach dann selbst regelmäßige Beratung mit Leuten, die sowas schon mal gemacht haben, schon mal können. Und das muss auch mehrfach geschehen, weil so ein Schnellschuss bringt es dann natürlich nicht. Wäre meine Empfehlung. Okay. Ja? Vielen Dank fürs Vertrauen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Idee mit auf den Weg geben? Gerne. Haben Sie mit Ihrem Team schon mal über die Sinnhaftigkeit dieser Veränderung gesprochen? Also was der Sinn ist, warum man jetzt aus einem Fokus des Wir sind schon super noch besser werden soll, wäre die erste Frage. Und das zweite ist, gibt es eine Vision des Unternehmens, wo das Unternehmen hin will? Und ich denke, dann greift diese intrinsische Motivation, die Sie mit Macht auch koppeln können, glaube ich, sehr gut. Aber das hat mir so ein bisschen in dem Gespräch jetzt gefehlt und kam auch nicht rüber, ob es das gibt. Können Sie mir die Frage beantworten? Nein, nicht fortsetzen das Gespräch. Ach so. Das haben wir jetzt beendet. Das war noch eine Zusatzgabe, die Sie einfach gerne mitnehmen können. Gerne. Dankeschön. So, das ist jetzt so ein Motto, so Mixtur. Wie geht es Ihnen damit? Ich persönlich fand jetzt das ganz interessant, wie Sie vorgegangen sind, dass Sie aufgenommen haben, was andere für Anliegen haben und dann Ihren Input gegeben haben. Aber ich finde es im Rahmen von einem Workshop total hilfreich, wenn man sich da vielleicht in Kleingruppen zusammensetzt, weil für mich persönlich hätte ich da ein eigenes Thema auch anschließen können, vielleicht noch andere Aspekte reinbringen können. Klar. Ich fand es jetzt auch interessant, was von der Seite kam. Klar. Das machen wir in unseren Schulungen regelmäßig. Kleingruppen mit 3 bis 5 Leuten hätte ich das jetzt total sinnvoll gefunden oder vielleicht für mich nochmal. Vielleicht kommt ja, also finde ich toll, machen wir auch. Das ist unser Alltagsgeschäft. Jetzt ist natürlich Konferenzkonfiguration ist nochmal ein bisschen was anders. Da wollte ich jetzt einfach nur sozusagen eine Kostprobe von einer Dialogkultur geben. Aber wenn das gewünscht wird, können wir das sehr gerne machen. Es sind ja noch weitere Anliegen da. Warum nicht? Jetzt der weitere Vorgang, wird nochmal eine Themensammelrunde gemacht? Ja, jetzt haben wir ja gesagt, jetzt haben wir mal die Themen schon mal irgendwie was damit gemacht. Und da waren ja noch 2 Anliegen, habe ich mindestens noch gesehen. Da gucken wir jetzt einfach, was das ist und überlegen dann über die Arbeitsform. Okay. Ja? Wie viel haben wir denn? Kurz vor halb. Ja, haben wir doch noch eine halbe Stunde. Sie gehörten zu denen, die sich gemeldet haben? Ja, bei mir hätte es angeschlossen in die anderen, aber wenn wir dann noch kleinere Gruppen machen, dann würde ich das lieber. Also Sie würden es dann von vornherein in der kleinen Gruppe machen, als kollegiale Beratung? Auch gut, ja. Vielleicht gibt es ja dann noch eine größere Gruppe, die übrig bleibt oder die es auch gibt, sage ich mal. Also ich ja, Sie würden an dieser kollegialen Beratung bleiben. Und ist ja kein Problem, wir können ja verschiedene Formen wählen. Ja. Ist es Ihr Interesse, dass wir einfach mal gucken, wer mit Ihnen Lust hat, so eine kollegiale Beratung zu machen? Dann könnten Sie sich einfach separieren. Das war einfach nur als Austausch gedacht. Ja. Also wenn da jetzt auch gar nicht mehr Bedarf ist, darüber noch weiter zu diskutieren. Ich persönlich fand es nur recht spannend, wenn sich da im Unternehmenskontext noch manche Leute anschließen wollen und da noch mehr drüber diskutieren, philosophieren wollen, dann wäre ich dafür. Gerne. Ja, ich glaube, Ihr Anliegen ist klar. Wir gucken einfach, ob wir Mitstreiter finden. Hätte jemand Lust, das mit der Kollegin zusammen zu machen? Ich habe es noch nicht greifbar genug. Ich muss erst mal gucken, was so ist. Was sonst gibt. Ja. Klar? Ja, so okay. Oder was für andere Themen noch? Ja, also. Also ich weiß auch nicht, ob Ihr Thema schon direkt abgehakt ist oder ob Sie noch da Bedarf sehen, sich in einer größeren oder kleineren Gruppe auszutauschen. Also das Einzelthema, also denke ich, für mich ausreichend. Gut, dann gucken wir jetzt einfach mal weiter. Was, Sie hatten es ja auch? Ja, ich habe jetzt gehört, dass wir viele Personaler und Gender in der Runde sind. Laut. Mich beschäftigt ganz klar das Thema Euphorie ist da. Man findet auch immer Menschen, die mitmachen, aber man braucht unglaublich viel Geduld. Und mich hätte interessiert, ob es einen Moment gibt, wo man merkt, dass es Sinn macht, weiter Energie zu investieren oder die Situation zu verlassen. Und würde ich gerne von den Erfahrungen der anderen profitieren, weil ich immer wieder in solche Situationen komme und da für mich noch keinen Weg gefunden habe. Das ist die Einladung, dass andere einfach sagen, wie sie damit umgehen, ob sie das kennen. Und ja, schön, dann machen wir doch da einen kollegialen Austausch.
Bei wem lässt die Energie, also wer, bei wem lässt die Energie nach? Bei den Mitarbeitern, bei der Führung? Vor allem bei mir selbst und auch den Menschen, die am Anfang ganz, ich finde, das ist ein ganz normaler Verlauf eines Projektes. Und natürlich, je mehr Menschen es gibt, die Widerstand leisten, umso schneller ist sozusagen das erschöpft. Und ich frage mich dann immer, wie weit muss man dann bissig bleiben und noch mehr Energie investieren? Oder muss man die Zeichen der Leute deuten und sagen, ich fand Ihre Formulierung gut, mit es muss eine Lernbereitschaft da sein. Die müssen lernen wollen. Vielleicht sind es ja dann die falschen Methoden, mit denen man das angeht. Also wann muss man sich hinterfragen und sagen, das ist vielleicht der falsche Weg, den man bestreitet? Oder man muss sagen, manchmal braucht es auch einfach Zeit oder den Moment, das hatten Sie vorhin auch gesagt, wann dann der Reifegrad der Organisation, der Abteilung, je nachdem, um was für ein Projekt es sich handelt, da ist. Gut, der Weg muss ja bis dahin nicht falsch gewesen sein, aber man kann ja trotzdem inzwischen reflektieren, kann überlegen, geht es in die Richtung weiter, müssen wir neue Wege einschlagen, müssen wir Umwege gehen, wenn man mal so die Energie geht raus, dass man da mal reingeht und guckt, warum. Aber das wäre die Variante beim Thema bleiben, ja, nur nach anderen Wegen suchen. Genau, oder mal in die Reflexion gehen, das wäre jetzt so mein Ansatz, zu gucken, bei wem ist die Energie, warum zurückgegangen. Also ich habe jetzt gedacht, manchmal geht ja die Energie auch von der Geschäftsleitung raus, aus Projekten. Ne? Also man startet ein Projekt enthusiastisch, ganz toll, und dann irgendwann hat man von oben auch keine Idee mehr oder keine Lust mehr, und dann unten rödelt man weiter. Ne? So, das wäre jetzt die andere Idee, aber da kann man ja dann auch so eine Reflexionswerkstatt mal einbauen, wenn man, das wäre jetzt so meine Idee. Da war noch? Ich hätte nur einen Gedanke, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man vorhat. Und ich arbeite in einer sehr, sehr traditionellen Themenorganisation. Da gehen meistens immer nur kleine, pragmatische Dinge, aber die gehen dann auch. Und da kann ich dann auch sagen, okay, da kann ich Energie reinstecken und das kann ich auch bearbeiten und dann muss es auch wieder vorbei sein. Alle Dinge, die zu lange dauern, da geht immer Energie raus, eigentlich bei allen. Und dann kostet es mir auch meine Energie. Also das ist so. Ich glaube, es gibt sicherlich Unternehmen, die eine bessere und Geschwindigkeit haben als so ein traditionelles Krankenhaus, aber ja, ist so. Aber das geht dann auch da. Müssen die Brötchen kleiner werden. Ich glaube, auf der Austauschebene lassen wir es dabei mal, für jetzt. Die Schwierigkeit, die habe ich natürlich jetzt in jedem Anliegen. Wir haben bei uns eine Kultur, dass natürlich die Teilnehmer, die aus ganz verschiedenen Unternehmen, aus ganz verschiedenen Funktionen kommen, bei so einer Gelegenheit dann ganz konkret nachfragen. Also, dass man nicht ins Allgemeine Ratschläge geben und raten, was den anderen wohl beschäftigt. Die fragen konkret, was ist deine Rolle, was ist der Stand des Projektes und so weiter. Und was hast du bisher schon probiert, wie lange geht das schon? Ich habe deine Stimme zwischendrin brüchig gehört, als hättest du mittlerweile schon so viel Leiden angesammelt, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr die Freiheit hast, jetzt alles zu machen. Also es geht vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr um, wie kriege ich es hin, sondern wie kann ich gut für mich sorgen. Also, und dann lernen die in den kollegialen Beratungen, lernen die mit dem, der seine Fragestellung einbringt, zusammen die überhaupt erstmal zu konfigurieren, dass es so konkret ist, dass man das Gefühl hat, man kann dazu jetzt einigermaßen solide auch was sagen. Während da ist es immer so ein bisschen, was jetzt dem Kontext und dem Format geschuldet ist, ist es immer so ein bisschen so, ich habe irgendeine Ahnung, was es sein könnte und probiere mal irgendwas. Aber bist du bei uns im Netzwerk? Ah, alles klar. Was erzähle ich dir dann? Bist du weiterhin in der kollegialen Beratungsgruppe am ISB? Und hast du die damit schon in Anspruch genommen? Warum nicht? Ah, okay. Da hast du ja da eine gemeinsame gewachsene Tradition, über solche Sachen gut nachzudenken. Da hast du eigentlich dort ein sehr viel besseres Feld, weil die ganzen Settings und Verfahrensweise und die Sprachfiguren kennen, mit denen wir solche Dinge abhandeln dann. Das sind nur alles ESBler. Ich hatte gehofft, hier mal so auch noch mal einen anderen Blick zu bekommen. Ah, okay. Ja, das verstehe ich, ja. Gut, ja, also mehr können wir da im Moment nicht tun. Alles klar.
Ja, was bewegt Sie sonst noch, was wir jetzt vielleicht noch irgendwie fokussieren könnten? Also ich will vielleicht einfach nochmal das nochmal sagen. Ich habe selbst da so ein Unbehagen, wenn man sehr situativ und sehr schnellschussmäßig irgendwas macht. Das ist ja der Grund, weshalb wir zweijährige Curricula anbieten. Also die Leute sind bei uns 12 mal 3 Tage und die lernen im Laufe der Zeit eine gemeinsame, geläufige Art, wie man solche Themen überhaupt eingrenzt, fokussiert, mit der Person verbindet, um die es geht, einen Kontrakt darüber macht, möchte derjenige einfach nur Ideen oder möchte jemand Hinterfragung seiner persönlichen Befindlichkeit, was immer. Also da haben wir eine sehr komplexe Lernkultur, die kollegial dann gelebt wird, und zwar innerhalb der Curricula und dann bei ganz vielen dann nachfolgend, und die sie zum Teil eben auch ins Unternehmen mit übertragen, die dann auch mit denen in ihrem Team regelmäßig diese Arbeitsformen, diese zum Beispiel das 4 Dimensionen von Verantwortungsklärung. Jede Frage der Verantwortung ist, soll ich es machen, möchte ich es machen, kann ich es und muss ich es? Und zu allen 4 Fragen muss man eine Klärung haben, weil manchmal versucht man nur 2 dieser Fragen zu klären und die anderen beiden nicht. Aber nur zusammen gibt es das, was wir ein Verantwortungssystem nennen. Oder eine bestimmte Frage, eine bestimmte Reihenfolge von Fragen, wenn ich sage, ich habe ein Unbehagen. Und das hat möglicherweise was damit zu tun, dass Verantwortung bei uns nicht richtig wahrgenommen wird. Dass man dann sagt, okay, wenn ich dieses Unbehagen habe, mit welchen Situationen verbindet sich das und wie könnte ich das in Fragen, die eine Beantwortung brauchen, umformulieren? Und gibt es zu diesen Fragen eigentlich genügend Antworten? Und wer müsste das eigentlich verantworten? Und dazu habe ich Vorstellungen, aber andere haben andere Vorstellungen. Insbesondere wenn die anderen ja die sind, die zusammen diese Verantwortung wahrnehmen sollen, müssen wir eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln. Weil wie können wir dann in eine Wirklichkeitsgemeinschaft bezogen auf Verantwortungsklärung kommen? Und da haben wir ganz viele Inhaltskonzepte dazu, die sehr praktisch sind. Wir haben Arbeitsformen, wir haben Fragebögen, wir haben Settings, in denen man das machen kann. Und zwar einmal in einer Lerngruppe am ISB, wo die Leute aus verschiedenen Unternehmen kommen. Man kann dasselbe dann aber auch in einem ganz konkreten Team, das dann auch nachher zusammenarbeitet, verwendet. Das ist sogar viel wichtiger, weil das sind ja die Leute, die wissen, wovon sie reden. Die müssen sich darüber überhaupt mal verständigen. Haben wir die gleiche Vorstellung der Aufgabe? Haben wir die gleiche Fragestellung? Haben wir die gleichen Ideen, wer zu diesen Fragestellungen was beitragen muss? Haben wir die gleichen Vorstellungen, wie das zusammenspielen müsste und in welchen zeitlichen Abläufen das ineinandergreifen müsste und. Und dann kriegen die von uns ein Instrumentarium, mit dem sie selbst ihre Verantwortungsdialoge führen können. Und die wissen dann, wovon sie reden. Was ihr bei so einer Andeutung nur von einer Fragestellung wir hier ganz schlecht machen können. Und so haben wir ganz viele Elemente, die eigentlich die Menschen damit ausstatten, wie sie konkret vor Ort mit denen, die es angeht, zusammen lernen können und wie sie selbst Regie dazu übernehmen können. Und sie kriegen von uns Arbeitsblätter, Inhaltskonzepte, Vorgehensweisen, Settings, die Sie benutzen können, die Sie dann nicht selbst entwickeln müssen, um das mit in Ihrem Kontext mit anderen zusammen auch wirklich auszuprobieren. Deswegen ist es mir eher ein bisschen Unbehagen hier so aufgrund von dem, was ich, also ich frage immer eigentlich sehr ausführlich nach, bevor ich was sage. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn wir das hier machen, dann können wir höchstens 1,5 Fragen abarbeiten. Mich würde mal interessieren, wie das Setting morgen, haben Sie ja das Thema Lernkultur in Unternehmen, ja. wie das gestaltet sein wird. Das sind, was inhaltlich dann auch Thema ist. Ja, das sind wir uns noch nicht im Klaren darüber, weil wir auch nicht wissen, wer kommt, mit welchen Anliegen. Vorbereitet haben wir erstmal ein Gespräch über den Dialog, Thorsten Veit und ich, unser Geschäftsführer, mit mir über die Frage, wie gucken wir auf Lernkultur in Organisationen, und dass wir dann in Untergruppen gehen und die Leute sagen, wie geht es Ihnen damit und so weiter. Und dass wir das dann zusammentragen. Das ist ein Dialog zum Einstieg. Vorbereitet haben wir einerseits eine Präsentation über unsere Konzepte,
wie wir Lernkultur und Organisation verstehen, wie wir da dran gehen, welche Konzepte wir dafür haben und so weiter. Und wir haben eine andere Präsentation vorbereitet, die insgesamt das ISB und seine Arbeitsweise vorstellt. Und sonst haben wir, falls Menschen da sind, die einfach diese programmatische, konzeptuelle Diskussion nicht so interessiert, sondern die einfach mal ein bisschen Erfahrung machen möchten, wie fühlt sich das eigentlich an, haben wir ein, zwei Übungen, die man probeweise mal machen kann, vorbereitet. Weiter haben wir nicht geplant, wir wissen ja nicht, mit wem wir was morgen zu machen haben. Gerne. Ich arbeite bei einer Kommune. Laut, das ist. Ich arbeite bei einer Kommune, 225.000 Einwohner. Ich bin da beschäftigt in einer Stabsstelle, die sich mit dem Thema strategisches Bildungsmanagement auseinandersetzt. Oder deren Ziel das strategische Bildungsmanagement ist. Und wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Vielfalt. Und im Prinzip bei der Analyse oder der Recherche zu diesem Thema stellt man halt fest, dass auch in der eigenen Verwaltung es immer wieder neue Konzepte gegeben hat über moderne Verwaltung, über interkulturelle Öffnung, über Entbürokratisierung und also Integrationskonzepte, die geschrieben worden sind mit riesen Aufwand und Workshops und Erarbeitungsphasen, mit Sicherheit auch nicht ganz billig. Meine Frage an Sie ist, ob Sie Erfahrung mit diesen Konzepten haben, was Sie davon halten, ob es sozusagen Ihrer Meinung nach irgendwas gibt, was auch Verwaltung im kommunalen Bereich zukunftsfit machen kann, über die ganzen Dinge, die wir heute auch gehört haben, was da für Herausforderungen auf uns zukommen können oder werden. Ja, und ob es da irgendwie nochmal spezielle Tipps oder vielleicht hier in der Runde Meinungen dazu gibt, wie man da der Zukunft begegnet, sozusagen. Ja, gut, Sie lächeln ja so. Das machen wir nicht jetzt, aber in unseren Gruppen würde man schon nochmal fragen, wie ist da eigentlich die Motivlage, die eigene emotionale Befindlichkeit und die Haltung, von der dieses Lächeln erzählt. Also erstens, ich persönlich arbeite nicht im kommunalen Bereich. Also ich kenne das einfach nicht und ich kenne auch solche Inhaltskonzepte nicht. Wir haben mit Vielfalt aller Art zu tun. Natürlich am Institut, den vielen Unternehmen, die verschiedenen Altersgruppen, Berufsgruppen. Wir arbeiten international mit verschiedenen Kulturen. Also konkret mit Vielfalt umgehen zu müssen, ist für uns unser tägliches Brot. Aber ich hätte jetzt gar kein Verständnis davon, was das jetzt hier sollte. Ich müsste jetzt eigentlich die Auftraggeber fragen, was für eine Frage wollt ihr beantworten mit einem solchen Konzept? Wo ist der politische Bedarf? Wer gibt warum dafür Geld? Welcher Effekt ist das? Und oft kann sein, dass die Etiketten überhaupt gar nicht stimmen, dass die vielleicht sozialen Brennpunkt irgendwie sanieren wollen. Oder da würde ich sagen, ja, da würde ich keine Konzepte von Vielfalt ausarbeiten. Da würde ich gucken, gibt es Erfahrungen, wie man sozialen Brennpunkt sanieren kann oder so. Also ich wäre völlig orientierungslos bei dem, was Sie bisher geschildert haben, worum es sich dreht und was man machen kann. Also im Prinzip natürlich mit Sicherheit auch so ein bisschen ausgelöst durch die Zuwanderungsthematik, die wir jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder auch auf kommunaler Ebene auf uns zugekommen sind. Mit Sicherheit der Versuch, einen Rahmen zu schaffen, um sozusagen Sachen wie Menschen mit Behinderung, Menschen mit niedrigem sozialen Status und Bildungshintergrund, Menschen, die zugewandert sind und unsere Sprache nicht sprechen, Hochbegabte, also ich sag mal die ganze Bandbreite von Menschen, die so in einer Bildungslandschaft sich bewegen und dafür irgendwie ein Konzept oder einen Rahmen zu schaffen. Meine Kollegin sitzt hier neben mir, deswegen gucke ich sie gerade so fragen, ob sie auch noch vielleicht eine Idee dazu hat. Aber ja, bei dem Konzept ging es ja eher, das war eine
ja, eine Diversity Management, aber nur auf Integration bezogen. Wie schafft man es, die Kommune interkulturell auszurichten? Also einmal innerhalb der Mitarbeiterschaft, aber genauso, wie schafft man es, Dienstleistungen so für die Bürger zu organisieren, entsprechend der Bedarfe und auch entsprechend der Interkulturalität der Stadt. Und ja, es ist halt interessant, an welchen Stellen das in der Stadtverwaltung erarbeitet wird und wie es dann auch umgesetzt wird, wenn dann da 50-seitige Konzepte entstehen. Das wird ja wahrscheinlich in anderen Unternehmen oder Organisationseinheiten auch ähnlich sein, dass die Konzepte erarbeitet werden, aber man fragt sich, wie wird das dann umgesetzt? Ja, also ich, das aus Ihren beiden Beiträgen klingt ja ein bisschen heraus, dass Sie diesen Ansatz Sie nicht unbedingt überzeugt. Dass Sie das Gefühl haben, Sie sollen da jetzt nochmal was für eine Schublade produzieren, getrieben durch irgendwelche neuen Stichworte wie Diversity Management. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich keine verantwortlichen Auftraggeber habe. Also zu irgendeinem Thema irgendwas zu erarbeiten, würde ich einfach glatt ablehnen. Ich sage, entweder muss ich wissen, welche konkreten Probleme die Stadtverwaltung hat, bei der sie denkt, dass Diversity das Problem ist. Und dann würde ich sie fragen, und wie zeigen sich für sie die Probleme und was glauben sie, ist daran ein Diversity-Problem? Und vielleicht ist vieles gar nicht unter dem Stichwort abzuhandeln. Muss man ganz neu darüber reden. Also, oder sagen, wer ist davon betroffen und wer hat da Verantwortung? Und wie sehen es die eigentlich? Was sind deren konkrete Steuerungsprobleme zu dem Problem? Deswegen versuchen wir nie, Themen an sich abzuhandeln, sondern wir übersetzen Themen immer in Steuerungsfragen von Verantwortlichen. Und dann wird es sofort konkret. Da weiß man, okay, der hat ein Problem, dass die Leute, für die er endlich einen Krankenhausplatz geschaffen hat, dass die dann abgeschoben werden und dann nicht da sind an dem Tag, an dem sie ins Krankenhaus gehen können. Das ist ein Steuerungsproblem, da kann man dann drüber nachdenken. Aber das mit so einem allgemeinen Überschrift und ein Konzept allgemeiner Art abzuhandeln, hätte ich größte Probleme damit. Ich wollte da gerade kurz was dazu sagen. Ich meine, die Frage ist, es gibt ja wahrscheinlich schon gewachsene Strukturen zu verschiedenen Themen. Ne? Bildung ist ja ein Generationenthema von der Kita bis zum Senioren-Bildungsauftrag. Dann gibt es ja bestimmt auch schon was zu Behindertenunterstützung. Und ich glaube, das ist ja ein Riesenprojekt, wenn man das jetzt so anschaut. Und man muss ja vielleicht überlegen, jetzt kein neues Konzept für die Schublade zu produzieren, sondern mal zu gucken, was für gewachsene Strukturen sind schon da. Welche muss ich aufgreifen, welche bleiben so bestehen oder sind schon erfolgreich, wo kann ich was übernehmen. Also ich glaube, so diese Ist-Analyse erstmal zu machen und die Beteiligten, die in den Bereichen schon aktiv sind, an den Tisch zu holen und dann zu gucken, und was gibt es jetzt noch für neue Felder, ne? Thema Integration. Also ich glaube, da gehört einfach eine Vielfalt schon im Projektteam dazu. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, aber deswegen glaube ich, ist es sehr mehrdimensional, so ein Thema anzugehen. Wollte ich jetzt nur noch mal anmerken. Hm. Oder Sie haben irgendwo was Schickes gesehen, in anderen Kommunen wollen das auch haben. Da muss man fragen, okay, was war das dort? Und da müssen wir aber nichts entwickeln, da gehen wir zusammen dort mit denen, mit den parallelen Amtsträgern zusammen dorthin und halten mit denen Dialog, dass sie sich bei denen erkundigen können, wie machen die es eigentlich und wäre da irgendwas für sie besser oder nicht. Da braucht man kein eigenes Konzept erarbeiten. Also auch da würde ich eher auf kollegiales Lernen und auf Austausch setzen und sowas organisieren und nicht ein neues Konzept erfinden. Ich erinnere mich jetzt an eine übergeordnete Verantwortung, die man mir angetragen hat, nämlich es wäre toll, wenn aus diesem Tag der Inspirationen irgendwelche Ideen oder Wünsche herauskommen würden, was eigentlich in der Nachfolge hier passieren sollte, wo die Bedürfnisse liegen oder so. Ich persönlich bin skeptisch, dass es so ein Tag der Inspiration geleistet werden kann, aber ich will Sie einfach mal fragen, was kriegen wir da irgendwas zu Protokoll? Sind nett zu den Veranstaltern? Was wollen wir genau?
Was Sie genau wollen, da habe ich nicht verstanden. Aber es wäre, glaube ich, ich halte das nicht für leistbar, aber vielleicht kann man wenigstens in die Richtung zeigen. Es wäre, glaube ich, für die Veranstalter toll, wenn Leute jetzt zum Thema Transformation am Ende des Tages sagen würde, ah, da habe ich jetzt neue Aspekte, jetzt habe ich Ideen, was ich machen könnte, da müsste ich Folgendes, hätte ich gern dazu oder da brauchten wir jetzt was oder irgendeinen Folgebedarf oder eine Neuorientierung, die dadurch angestoßen wird, zu erkennen geben. Mir so ein Stück weit bei mir gedacht habe. Ich meine, die Veranstaltung bringt ja bildungsmäßig mal so die unterschiedlichsten Akteure mit Schulorganisationen. Mhm. Aber eigentlich haben wir miteinander jetzt nicht so richtig viel geredet. Also nein, das so, wir nehmen Pause. Genau. Genau. Klar ist man immer in so seinem Kopf und denkt, man trifft für mich zu, trifft für mich nicht zu, aber im Grundsatz habe ich jetzt von der Erfahrungswelt der anderen ja, so einen kleinen Eindruck mitgenommen, aber das wäre vielleicht schon mal so eine Anregung zu sagen, wie entwickeln wir da so gemeinsam vielleicht irgendwie was weiter? Also, mal nur so eine Idee. Das wäre... Mit der Zielgruppe was machen, also die auch stärker mischen, ja? Und das wäre auch wirklich Ihr Bedürfnis? Also ich hätte zum Beispiel heute... Ich war den ganzen Tag jetzt Nachmittag hier, aber ich fand es schon spannend, was die Schulen machen. Aber ich hatte so den Eindruck, haben die einen Fokus darauf, für wen die Kinder und Jugendlichen tatsächlich ausbilden? Und ist es das, was so ein Unternehmen auch wirklich braucht? Da hatte ich schon Fragezeichen für mich. Also das deine Wahrnehmung existiert. Ich finde, solche Fragen können halt geklärt werden, wenn man in so Gruppen geht und wenn es nicht einen Referenten gibt, der halt seine Sichtweise erklärt, was ja expertenwissensmäßig total sinnvoll ist. Aber das dann als Impuls zu nehmen und dann in Austausch zu gehen, das ist das, was für mich momentan seinen Wert bringt. Also ich habe das jetzt auch so verstanden, dass das durchaus auch ein Bedürfnis nach kritischer Hinterfragung ist. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, kontroverse Diskussionen, die auch interessant gewesen, gerade in den Panels, wenn man, ich sag mal, vier Schwergewichte, die im Bereich Bildung unterwegs sind, da sitzen hat, einfach mal die Meinung rauszutauschen. Ja, also wirklich, wirklich, also wir haben ja ein paar kontroverse Ansätze, wir haben es ja implizit abgehandelt, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich kannte weder den Herrn Malik noch den, also ich kannte keinen der drei persönlich vorher. Jetzt ist es natürlich schwierig. Erstens, ich habe mich wirklich 3 Tage lang informiert darüber, was sie tun, Videos angeguckt, Schriften gelesen, das haben die anderen umgekehrt, glaube ich, nicht gemacht. Punkt 1. Und dann ist es natürlich in dem Setting, nach 10 Minuten sozusagen eine Kontroverse aufzumachen, wo man so wenig bisher überhaupt verstanden hat, was der andere macht. Man eigentlich die ganze Zeit, jeder von uns Vieren brauchte die ganze Zeit, um einigermaßen in Ruhe zu erklären, was er eigentlich macht. Aber das, also ich fand den Punkt der Kollegin, sag ich mal, ja, auch sehr interessant. Klar, das Aktive wäre schön gewesen, aber mit so einer großen Gruppe ist es schwer zu managen, in einer kurzen Zeit im Zeitraum zu bleiben, noch schwerer. Aber eine Frage zu bekommen und nicht nur von einer Person beantworten zu lassen, ich sage nicht kontrovers, dass sie sich widersprechen sollen, einer dem anderen. Das ja. geht es mir gar nicht, dass sie ihre Schulen da auseinandernehmen. Also sagen, okay, aus meiner Sicht leuchtet voll im Hass. Und wäre vielleicht so eine Frage, wir haben hier ein neues Schulkonzept für Schulen, um Kindern andere Entwicklungspfade zu ermöglichen. Führt der Pfad dorthin, wo
ich sag mal, andere Kunden, in dem Fall die Unternehmen, die später einstellen, sie auch brauchen. Werden die dort abgeholt, weil sie genau an der richtigen Stelle stehen an dem Pfad? Oder stehen sie vielleicht irgendwo, wo die Bäume in den Himmel wachsen, aber sie nicht an die Früchte kommen? Und das meine ich mit verschiedenen Perspektiven auf eine Frage. Das klingt ziemlich nach dem nochmal, von außen kritisch hinterfragen. Genau, aber also ich meine wirklich in diesem Wechsel. Ja. Ja, verstehe ich. Einfach Dynamik zu erzeugen. Mhm. Und eine Frage hat mich auch beschäftigt. Der Herr Malik hat ja diese S-Kurve heute Vormittag so gezeichnet. Und im Prinzip stecken wir ja da mittendrin in so einem Kuddelmuddel. Zwischenwelt und ich empfinde mich da auch mittendrin, ganz ehrlich. Und da glaube ich, bräuchten die alle, die in irgendeiner Weise aktiv in diesen Lehr- und Lernprozessen sind, auch ein paar Antworten, weil nur das immer mit Selbstfürsorge abzutun, ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Das verschleißt schon, wenn man schon mit einer anderen Art von Denke unterwegs ist, aber die alten traditionellen Strukturen einfach noch hat. Mhm. Und da ist mit ein bisschen Resilienz für mich nicht die Antwort gegeben. Und da hätte ich ganz gerne ein bisschen Antworten, ich persönlich zumindest. Und eine Idee, dass es bei so einer Maßnahme oder welcher anderen Maßnahme da irgendeine Chance gibt, voranzukommen? Ja, also ich habe da ja keine Idee dazu, aber ich suche immer eine. Ja. Ach, okay. Ich denke, es ist so... Entschuldigung, ja. Also was ich jetzt so mitnehme für heute und ein bisschen auf Ihre Frage, ich finde, also so hat es verstanden, Bildung ist Entwicklung, ist immer Entwicklung. Deswegen, wenn ich das jetzt mal nicht als einen abgeschlossenen Prozess sehe, sondern eher als einen Start und einen Beginn, um ins Gespräch und in Kontakt und in Dialog zu kommen, dann würde ich für heute sagen, der Start ist mal gelungen. So. Also ich schraube es ein bisschen runter, jetzt für mich zumindest. Das würde jetzt aber dann für mich bedeuten, es braucht eine Fortsetzung. Ich habe jetzt keine dazu. Was mir so aufgefallen ist, jetzt immer beim Zuhören oder auch in verschiedenen Gremien, wie zweckgerichtet ist denn Bildung? Kann sie das überhaupt sein? Ich sag's mal so. Zum einen denke ich, wenn man den Herrn Hüter von heute Morgen nochmal bemüht, dass alle Menschen, jeder Mensch, jedes Kind, die den Drang in sich selber schon spürt, sich zu bilden, sich die Welt anzueignen, dann kann die Welt natürlich beinhalten, wie werde ich 20 oder 30 Jahre später im Unternehmen Erfolg haben. Aber möglicherweise geht es erstmal um die Regenwürmer und um die Pfützen, jetzt sage ich mal so ganz kontrovers. Was mir so ein bisschen gefehlt hat oder was eher so am Rande war, war die Erwähnung jetzt nochmal von der ersten Bildungsinstitution, nämlich der Kita und Bildungseinrichtungen, die vor der Schule kommen. Und da meine ich jetzt nicht die Vorschule, sondern als eigenständige Bildungseinrichtungen. Mhm. Sollte es eine Fortsetzung geben oder jetzt als Rückmeldung, dann denke ich, wäre auch nochmal eine Möglichkeit, auch diesen Bereich von Bildung nochmal stärker in den Fokus zu nehmen. Weil auf dem baut letztendlich alles andere dann auf. Und als Parallelprozess würde ich schon sagen, wenn ich jetzt, also ich kann es von mir sagen, ich habe heute einfach die Chance gehabt, viele verschiedene Perspektiven mal zu hören. Ich bin und muss ja auch nicht mit allen einverstanden sein. Wenn es mich anregt in meinen Prozessen, dann habe ich einen Gewinn auf jeden Fall und den habe ich auch. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall meine Qualität hier von diesem Ort und auch von den Initiatoren und von uns allen letztendlich, weil wir haben uns entschieden, hierher zu kommen und letztendlich, wie Sie es gesagt haben, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Noch ein letzter Satz. Für mich könnte noch so ein Thema sein, wenn es um Bildung geht, die auch immer Entwicklung und Veränderung bedeutet, das habe ich zumindest so verstanden, dann glaube ich, muss man ja immer auch überlegen und berücksichtigen oder auch würdigen, so wie ich es mal sagen, wo können die Menschen freiwillig mitgehen, wo sind sie sozusagen Entscheider auch und wo braucht es erstmal Einladungen oder wo muss man auch erstmal mit Widerstand arbeiten. Das scheint mir nochmal ein wichtiges Feld zu sein. Jetzt mal egal, ob es in einer Kommune ist oder ob man jetzt freiberuflich unterwegs ist, weil dieses Bedürfnis von Menschen, das geht einfach in Richtung Sicherheit und dann immer so dieses Stand- und Spielbein, also mit beidem zu arbeiten,
Das finde ich ganz arg wichtig. Und das könnte nochmal was so fürs nächste Mal sein, wo man nochmal stärker beleuchten könnte. Soweit. Da fehlt mir jetzt kein, was soll ich aufschreiben? Fällt mir, kann ich da was aufschreiben zu? Also den Aspekt die vorschulische Bildung einbeziehen, den habe ich verstanden. Ja. Sicherheit, Autonomie, also diese Bedürfnisse von Menschen im Wandel und Veränderung. Okay. Und da spielt jetzt für mich immer auf die Bedürfnisse nach Autonomie, nach Sicherheit. Also. Ich glaube, wir sind zeitlich auch da, wo wir sein sollen. So, we did our best. Wir haben uns ja, also wenn Sie ein Positionspapier und ein Papier mit Praxisbeispielen, wie im Organisationsbereich, Lernkulturbereich, Organisation, was da, wie man es heute charakterisieren kann und was die Alternativen in Zukunft sein werden sollen, an denen wir auf vielen Ebenen arbeiten. Dazu gibt es ein Arbeitspapier, das habe ich bei uns auf die Website gestellt, weil es hier nichts vorgesehen war. Und das finden Sie unter isb-w.eu, Events und da über Education. Sie finden bei uns auf der Website hunderte von Schriften, Übungsbeispiele, Traumanalysen, Audios. Sie finden auf unserem Videokanal Videovorträge, Deutsch, Englisch, Demonstrationen aller Art, alles kostenlos. Also wenn Sie da sich ein bisschen kundig machen wollen, über isb-w.eu finden Sie da jede Menge. Wir machen auch sehr viel international und sichern auch einen internationalen Austausch und den Austausch von Organisationscoaching und Organisationsentwicklung. Weil das sind ja auch diese ganzen, da gibt es ja ganz verschiedene Strömungen, die nach ihren eigenen Logiken sich fortentwickeln, die eigentlich alle mit dem Gleichen beschäftigt sind, die aber normalerweise noch nicht mal richtig miteinander reden. Also das schaffen wir auch internationale Foren, dass wir auch da uns integrieren und nicht in die Schulenkonkurrenz gehen. Ich sehe gerade, die Laura legt Informationsmaterial vom Institut aus, das wir auch mitgebracht haben. Da gibt es auch ein kleines Büchlein, auch geschenkt, wer mag, das wir zum 30-jährigen Jubiläum des Instituts rausgegeben haben. Seelische Leitbilder und berufliche Entwicklungen und verschiedene andere kleine Aufsätze. Also das ist was zum auf dem Nachttisch lesen. Das ist jetzt nicht so stark fachlich. Aber das ist ein Vortrag, den ich gehalten habe, als ich einen Life Achievement Award im Bildungsbereich gekriegt habe. Und der kam damals sehr gut an, das ist die Schriftform davon, also wenn Sie es interessiert. Und Gesichtspunkte für humanistisches Wirtschaften, also wir haben da auch sehr, wir sind Überzeugungstäter. Wir wollen auch wirklich dazu beitragen und setzen auch unsere ganzen Überschüsse dafür ein, über Stiftungen und alles Mögliche, um diese Gesellschaft zu entwickeln. Und wir machen es auch mit Begeisterung, aber auch noch mit vielen anderen Zutaten. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Nachmittag gekommen sind.